Willkommen auf unserem YouTube-Nachrichtenkanal. Hier bringen wir Ihnen die neuesten Informationen aus der Welt des Sports und diesmal haben wir eine spezielle Berichterstattung über die Ankunft von Carstensen und seine gefährliche Wirkung auf Schmitz. Baumgart lobt den Neuling und hebt seine Tapferkeit und Geschwindigkeit hervor, aber was bedeutet das für das Team? Bleiben Sie dran, um alle Details und Analysen zu dieser wichtigen Ergänzung im Sport zu erfahren. Vergessen Sie nicht, sich zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie keine unserer Inhalte verpassen. Erfolgreiches Wochenende für den FC Köln. Die Mannschaft von Steffen Baumgart feierte zwei Siege beim abschließenden Testdoppelpack. Nach dem ungefährdeten 2 zu 0 Sieg gegen den FC Nord folgte ein nicht minder souveräner Erfolg gegen die zweite Mannschaft von Ajax Amsterdam. Gegen den niederländischen Zweitligisten feierte Neuzugang Rasmus Carstensen sein Startelfdebüt für den FC. Nachdem er bei der Saisoneröffnung schon eine halbe Stunde die Müngersdorfer Luft schnuppern dürfte, kam er am Sonntag, 6. August 2023, von Beginn an zum Einsatz. Dabei hinterließ der junge Däne in beiden Partien einen starken Eindruck. Carstensen deutete mehrfach an, warum ihn die Verantwortlichen für ein Jahr vom KRC-Genk ausgeliehen haben. Ich glaube schon, dass das genau in die Richtung geht, viel Mut, viel Geschwindigkeit. Er hat das Spiel relativ schnell angenommen, sagte Baumgarten nach den ersten beiden Auftritten seines neuen Schützlings. Neben Mut und Tempo bestach der ehemalige U21-Nationalspieler auch mit einigen erfolgreichen Dribblings. Eins davon hätte gegen Nord beinahe schon zu seinem Kölner Premierentreffer geführt. Sein Abschluss mit dem schwachen linken Fuß war allerdings zu zentral. Dennoch lassen die beiden Auftritt aufhorchen. Das, was wir gesehen haben, ist das, was er vor einem Jahr zeigen konnte. Er konnte im letzten Jahr nicht all das zeigen, was ihn auszeichnet. Es ist ein Riesenvorteil, dass er eine komplette Vorbereitung hatte. Deswegen gucken wir mal, wie schnell es dann wirklich auch in den Spielen geht, sagt Baumgart. Denn in den ersten Begegnungen muss sich der neue Mann zunächst hinten anstellen, da Platz Herr Schmitz noch eine Art Freifahrtschein von Baumgart besitzt. Doch wenn der Däne seine starken Anlagen bestätigen kann, könnte es schon bald einen echten Zweikampf um die Rechtsverteidigerposition geben. Vielen Dank fürs Zuschauen auf unserem YouTube-Nachrichtenkanal. Wir hoffen, dass Ihnen die Informationen und Analysen zur Ankunft von Carstensen und seiner Auswirkung auf Schmitz gefallen haben. Vergessen Sie nicht, sich zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, um über alle Sportneuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Winkende Hand.